Yo, 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 Leute, willkommen zu einer weiteren Runde The Binding of Isaac Afterbirth. Ich muss eben genau die Musik anmachen, die hatte ich nämlich gemutet. Das geht einfach mit M. So, ja, wir haben letzte Runde mit Samson, glaube ich, durchgezockt, genau. Und müssen noch mit den ganzen Charakteren hier im Hard Mode nochmal zocken. Und wie oft müssen wir Mar noch töten? Ich glaube, Stats, ja, 5 oder 6 Mal, keine Ahnung. Also Marms Heart. Einmal war nämlich... Ich weiß gar nicht, ob das eine Mal das ganz normale Marm töten bedeutet. Keine Ahnung. Mit Kane kann man eigentlich auch mal gut was machen. Lucky Foot bringt einen, glaube ich... Ja, einen Luck. Wir starten direkt neu und suchen mal eben ein gutes Item. Das war doch so ein Space-Item, ne? Was dann... das ist viel zu schlecht. Viel zu schlecht. Also damit kannst du nichts reißen. Früher war ja Lucky Food 3-mal besser, also wenn nicht mehr. Also da war ja Lucky Food im Grunde genommen PhD. Und das hatte Kane immer halt am Anfang. Aber da war Kane einfach total OP. Deswegen. Ey, wir kriegen ja gar keine Itemräume am Anfang. Junge. Was ist denn da los, ey? Guckt euch das mal an. Also Lucky Food bringt ja gar nichts gerade. Wir haben ja gar keinen Luck. Hä? Also das ist jetzt echt gerade extremst viel Pech. Guck dich das an. Keine Itemräume. Hä? Also da stimmt irgendwas nicht. Leute, was ist das denn? Guck dich das an. Hä? Da stimmt irgendwas nicht. Das ist... Das kann nicht. Jetzt ohne Scheiß, Leute. Das kann echt nicht. Hier ist der erste. So, da ist jetzt bestimmt so ein super Premium-Item drin. Und hey, war das nicht dieses... Das war echt ziemlich kacke. Ich würde sagen, ich mache eben kurz einen Cut rein, bis wir ein gutes Item gefunden haben. Aber das war ja gerade richtig strange. Also so viele Räume ohne Itemraum. Alter. So, wir haben jetzt Dark Bum. Ist eigentlich ziemlich cooles Item für den Anfang. Oder was heißt für den Anfang? Für den Anfang eigentlich nicht. Sondern eher so für die späteren Ebenen. Aber es wird auf jeden Fall uns... Verdammt. Scheiße. Auf jeden Fall ziemlich viele Herzen halt bringen. Also blaue Herzen. Und das ist das Geile eben bei dem. Denn ich finde ehrlich gesagt... Ja, okay. Oh, warte. Das Item macht, glaube ich, nichts. Außer die Tier ist einfach nur fett. Das wird aber auf jeden Fall später richtig krass reinhauen. Also wir werden einfach so viele blaue Herzen haben. Das wird... Richtig gut. Oh mein... Alter. Seht ihr das, was ich sehe? Ey. Wow. Wenn ich hier die Bombe lege... Sollte es doch eigentlich... Ja, danke. Nice. Uiuiui. Boah, das war ein bisschen... Das war ein bisschen crazy. Kann das sein, dass Kane irgendwie eine richtig schlechte Damage-Ratio hat? Also wir haben gerade 0,7 Damage bekommen. Das ist echt relativ wenig für ein Damage-Item. Aber kann ja auch einfach sein, dass das Damage-Item halt einfach schlecht war. Ich meine, klar, das Item gibt halt Damage dazu, aber kann ja sein, dass es irgendwie wenig Damage ist oder sowas. Ich weiß es echt nicht. Hier links waren wir schon. Warte mal, aber dann muss ich hier nach unten noch... Warte mal, Moment mal eben kurz. Moment mal eben kurz. Hier links können wir nämlich noch lang. Ja, wir haben jetzt gerade 4,9 Damage. Also Damage ist halt gerade ganz okay eigentlich. Also für den Anfang ist das ganz okay. Dafür, dass wir nur ein Damage-Item haben. Aber allein schon, dass wir ein Damage-Item kriegen, das ist ja relativ viel Glück. Nee. Ist aber eigentlich so, als hätten wir einen Small Rock oder sowas gefunden. Wobei der Small Rock wahrscheinlich mehr Damage gibt. Die Pillen nehme ich nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf Pillen, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, die wurden richtig genervt. Zumindest findet man meines Erachtens nach nur noch schlechte. Oh. Der hat ein bisschen viel gedroppt, ne? So. Itemraum fehlt noch. Nee, gar nicht. Itemraum haben wir schon, aber hier sind noch ein paar Räume übrig. Ich weiß gar nicht, ob das ein XXL-Room ist oder sowas.
Das ist nämlich ziemlich groß für den Anfang. Yo, stoß mich ruhig weg, alles klar. Mach mal ruhig. Lebt hier noch eben? Ach, da unten. Komm, du droppst doch jetzt bestimmt noch was. Schade. Ich glaube, dass die ganzen Feuer machen wir jetzt nicht aus. Ah, nimm Schlüssel mit. Aber erstaunlich wenig rote Herzen bis jetzt gedroppt. Aber bis jetzt würde ich die auch ganz normal aufnehmen. So, hier war der Boss. Sind wir dann fertig hier? Konnte man hier oben noch lang? Nee, ne? So, warte, aber dann muss ich nur noch ganz kurz ganz unten gucken. Da war nämlich auch noch ein Raum. Oh, das ist ein blauer Stein. Ja, danke sehr. So, hier lang und dann war's das. Okay. Na gut. Okay. Toller Raum, echt. Hat sich wirklich gelohnt. Ich frage mich, wofür solche Räume eigentlich gut sind. Also ich meine, so richtig Zweck haben die nicht, oder? So, wen haben wir denn? Larry Jr., okay. Ist ganz okay. Aber das Problem ist halt mit den Steinen. Und mit diesen Steinräumen hier ist der manchmal auch nervig. Einfach nur, weil der einen manchmal halt dann total abdrängt. Oder einfach total random irgendwo hinläuft. Und du damit nicht rechnest. Weil du greedy wie... Oh, zum Beispiel so. Genau so. Weißt du, aber da dürfte ich mich eigentlich gar nicht so hinstellen. Also das war schon... Das war einfach dumm von mir, dass ich das einfach mit mir habe machen lassen. So. Komm schon, Larry. So, komm. Gleich ist er so oder so tot. Mal gucken, was... Ah, komm jetzt her. Mal gucken, was wir von dem bekommen. Guck mal, jetzt rennt der weg. Jetzt hat er Schiss bekommen. Da habe ich ja noch nie gesehen, dass der eine komplette Quadrate läuft hier. So, ja. Ich bin mir nicht sicher, was es genau tut, aber ich glaube, das war... Also wirklich mehr als die blauen Herzen tut es, glaube ich, nicht. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Das ist ganz okay. Ich meine... Blaue Herzen kann man nicht drüber meckern, aber kein Item, wo man sagt, boah, geil, ey. Nice. Wuhu. Da freue ich mich ja so drüber. Ey, wow. Also gerade haben wir echt mit blauen Herzen Glück. Ich glaube, das wäre so ein blauer Herzen-Run. Hier ist ein blauer, dann nehmen wir mal das hier so. Wow. Alter. Wir sind in der zweiten Ebene und guckt euch unsere Herzen an, ey. Also, das wird wahrscheinlich so ein Run, wo wir ziemlich wenig Damage haben, aber super viel Leben. Also wahrscheinlich im Endeffekt relativ schwer. Aber mal gucken, ne? Ich will hier jetzt noch nicht zu viel sagen. Moment mal eben kurz. Moment mal eben kurz. Ich bin mir nicht genau sicher. Mal eben kurz auf die Seite, habe ich gar nicht offen. Ich bin mir nicht genau sicher. Ich glaube, es bringt einem nur Bombs oder halt eben so verschiedene, so andere Bombs, die dann irgendwie halt stärker explodieren und sowas. Aber das ist total unnütz eigentlich. Also eigentlich kann ich das schon wegsprengen. So, warte hier, Bomb. Also, hier haben wir es. 5 Bomben kriegen wir und... Ah, das ist voll doof. Und jedes Mal, wenn eine Bombe explodiert, dann kommen da so Tränen raus. Schubdawub auch ziemlich unnötig. Da können wir weitermachen. Oh, was ist das denn? Ist das ein neues Ding? Warte mal. Ist das von Afterbirth Plus? Ja, scheint so. Conehead. 1 Soul Heart und each time you take damage, Conehead has a chance to prevent it from... Ist doch voll langweilig eigentlich. Also ich meine, da steht ja nicht mal die Chance bei. Oh Gott. Nicht dein Ernst, oder was? War das nicht dieses... Warte mal, war das nicht diese übelst... Hier... up and use this item with fast. Boah. Oder warte, was stand da noch? Can be used to open secret. Ach, das ist doch voll kacke. So, ich benutze jetzt nochmal eine Bombe. Ah, warte.
Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Soy Milk. Damage down, tears way up. Boah, ne. Ah, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Nochmal Bombe. So, das ist kaputt und bei dem weiß ich nicht, was es ist. Deswegen gucken wir nochmal nach. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja Bekloptus Maximus. So, da habe ich's. Fruitcake, Rainbow Effects. Gives you a different tier effect with every tier that you fire. Yo, okay. Gut, nehmen wir einfach mal mit. Ob das jetzt gut war, aber keine Ahnung. Oh, shit. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Oh mein Gott. Das Problem ist, das macht die ganzen Schüsse halt total schwer wirklich zu kontrollieren. Ja, Pille nehme ich nicht. Oh Gott, ey, wir werden die ganze teleportiert, ey. Ja, mal gucken. Könnte gut gewesen sein, könnte aber auch schrecklich gewesen sein. Mal schauen. Explodiert das? Ja, okay, nein. Wow, da war ein blauer Stein. Wow, okay. Nicht schlecht. Krass, ey. Ja, okay, ein Space-Item haben wir nicht. Also wie gesagt, also der Run wird sowas von auf blaue Herzen übergehen. Seit wann kann Scheiße explodieren? Ein Scheiß, Alter. Boah, da schießt das genau, wenn ich da vorbeigehe, ne? Itemraum hatten wir schon. Ja gut, wir klären aber nochmal eben kurz die letztlichen Räume. Also ich meine, manchmal sind da gute Tiers bei, schon klar, aber so größtenteils irgendwie nicht. Größtenteils habe ich das Gefühl, dass die einfach... Wow. Ach. Manchmal kommen da auch Tiers, die einfach explodieren. Sobald die einen Gegner treffen. Oder halt auf irgendwas treffen. Krass. Das ist natürlich... Ah, das ist so schwer zu predikten. Hä? Ach, wir wurden teleportiert. Ich dachte schon, ey. So, Dingel. Oh mein Gott. Oh, ich dachte gerade, irgendwie dahinter wäre ich sicher. Ich weiß nicht wieso. Oh, shit. Aber doch, ich würd sagen, im Endeffekt war es gut. So, hier kriegen wir nochmal Tears up und Shot Speed down. Und ja, das war's mit der Ebene. Im Endeffekt, denke ich, war es ein gutes Item. Auch wenn es random ist. Mal schauen. Oh mein Gott. Das wird... Ah, das wird... Das wird so weitergehen, den ganzen Run lang. Nee. Die Dinger, ey. So. Ja, Shop können wir eigentlich rein. Die Bibel? Ja, ich meine, wieso nicht, ne? Das donaten wir einfach mal. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Luck. Ich weiß gar nicht, ob Luck irgendwas bringt. Bei den Tiers jetzt. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, die sind ja so oder so wirklich... Jeder Schuss ist anders. Oder jeder Schuss hat so einen Rainbow-Effekt. Oh nein. Das kann selbst an diesen Dingern da dran haften. Das ist ziemlich scheiße.
So, ja, Leben sollten wir immer noch genügend haben. Ich bräuchte hier mal gerne eine, oder beziehungsweise ich würde mal gerne eine Bombe hierfür haben. Was war das gerade für eine Tier? Okay, haben wir schon den Boss. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir noch eine Bombe bekommen. So, tschüss. Guck nochmal. Danke sehr. Ah, wir haben so viele Schlüssel. Das bringt fast nichts. Zumindest im Moment halt. Oh mein Gott. Alles klar. Das könnte mit den Tieren richtig nach hinten losgehen. Wenn einer explodiert oder ein Tier halt explodiert. Boah, hier geht so viel ab, ne? So. Er merkt schon, also so richtig Damage kommt da nicht raus. Los. Was macht das denn? Warte mal. Los. Es bringt. Okay. Ich meine. Hier hat man auf jeden Fall eine Chance, dass so eine Fliege gespawnt wird. So, jetzt frage ich mich, was jetzt passiert mit dem. Also. Och nee. Die Combo ist ja richtig kacke. Die kann mich sogar ganz normal bei normalen Schüssen. Oh Gott. Oh Gott, das wird so ein random Run, ne? Also, jetzt kann ich selbst bei normalen Schüssen, wenn ich Pech habe, so ein explodierendes Ding erwischen. Das ist ja scheiße. Das ist ja richtig scheiße. Aber, warum haben wir 100% Devil Deal? Ich hab doch Damage bekommen. So, jetzt erstmal Chop. Also das ist jetzt echt einfach random, ob wir Damage kriegen oder nicht. So, Dogfood. Karte nehmen wir immer noch mit. Was macht dieser... Das linke Item nochmal? Warte mal, eben das hier mitnehmen. Das nehme ich nicht mit, nee. Warte, Devil. So. Das linke bringt mir... Hier. Ist ganz cool und so, ne? Wie viel Leben habe ich? Habe ich 3 Herzen? Eigentlich schon, ne? Soll ich das... Was soll ich das? Also das, glaube ich, nehme ich auf jeden Fall mit. Aber das linke ist so... Das ist so random eigentlich. Du läufst halt in den Kreis und dann ist unter dir so ein Pentagramm. Und das macht dann halt eben Damage. Aber so richtig cool ist das ehrlich gesagt nicht. Battery. Bei Triple Shot, ne? Hat jetzt eigentlich jeder Schuss eine andere Chance? Also irgendwas von diesem Rainbow-Effekt da zu bekommen. Danke. Yo, ist klar. Yo, ist klar, Alter. Rast mal voll aus, ey. Oh Mann, ey. Du weißt einfach nicht, was passiert. Du kannst tun, machen, was du willst. Du weißt es einfach nicht.
Aber die sterben auf jeden Fall schneller als mit normalen Tiers. So, jetzt haben wir The World. Da ist auch rechts direkt schon der Geheimraum. Haben wir überhaupt eine... Ne, haben wir nicht. Ich wollte schon sagen, toll. Wir haben nicht mal eine Bombe. Shop können wir auf jeden Fall reingehen. Ups. Was? Das geht auch? Wow. Alter. So, mal gucken, was im Shop ist. Hallo. Och. Ey, du Arschspiel, ne? Ganz ehrlich. Er ist mich nur am Verarschen. So. Hallo. Eine Karte für 3. Nicht schlecht. Das ist doch dieses Pillending da, ne? Und das kann ich mal mitnehmen. Extra Pillroom. Ja, jetzt habe ich zweimal die gleiche. Kann ich einfach mal mitnehmen. Aus dem Grund. There's options. Nice. Aus dem Grund, dass ich dann das Item habe. Wir haben jetzt gerade so oder so, warte, ich muss dann kurz hier. Hä? Hatte ich... Ah ne, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich dachte gerade, ich hätte noch, The World. Nein, warte, ich hatte... Hä? Ich hatte doch The Sun. Ey, die Pille, ne? War The Sun, hundertprozentig. Hä? Are you a wizard? Ich hab keine Ahnung, was das jetzt gerade soll, ganz ehrlich, Leute. Ich verstehe nicht, warum die Karte weg ist. War das jetzt echt ein Bug oder so? So, ich mach das einfach von... Ja, dann mach ich das von rechts aus. Also von hier. Problem ist nur mit Are You the Wizard jetzt. Okay, ist weg. Also es macht gerade irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ich hätte gern The Sun irgendwann eingesetzt. Gegen Ende halt bei dem... bei Satan oder so, keine Ahnung. Danke. Eine weitere Pille. Wir haben so viel Pillen, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch, warte, warte, auch nochmal, Prayer Card. Moment mal. Was genau tat das nochmal? Gives Isaac an Eternal Heart. Kann man einmal einsetzen und dann war's das auch. Denn wir werden so oder so auf blaue Herzen übergehen. Also bringt mir relativ wenig. Warum ging das kaputt gerade? Ich verstehe gar nichts mehr irgendwie. Ich verstehe irgendwie überhaupt nichts mehr. Ich möchte kein Cine. Alter. Alter, alter, alter. So. Jetzt würde ich gerne nochmal eben, wieder eine Pille. Ich
Ich will die aber nicht nutzen, das ist das Problem. Okay, wir haben 36% auf den Devil Deal. Und wir verlieren nichts, wenn wir Schaden bekommen. Okay, gut. Ja, der kriegt jetzt richtig fett Damage. Zack. Squeezy ist natürlich nice. Aber heißt einfach nur, dass wir noch mehr von diesen random Tränen da bekommen. Yay. So. Der Run ist so random, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich. So, was haben wir hier drin? Nee. Das lohnt sich gar nicht, ey. Aber rote Herzen kriegen wir fast gar nicht mehr. Richtig komisch. Ah, da haben wir einen. Okay, nice. Eins. So. Ich schieße die einfach mal an. Ich meine, wir haben eine so hohe Chance, dass irgendwie irgendwas passiert mit unseren Tränen. Dass ich die einfach anschießen kann und die sterben so oder so. Ich meine, jeder Schuss ist einfach nur random. Ach, kann ich nicht einfach über die laufen? Wow, genau in dem Moment wird er groß. Ist klar, Spiel. Ist klar. Kein blauer Stein, glaube ich. Ey, ganz ehrlich, ich kann da einfach nichts gegen tun, Leute. Ganz ehrlich. Das ist voll behindert. Ja, so. Hause raus. Ja, pff. Pille nehme ich nicht mit. Wir haben bis jetzt noch keine Pille eingesetzt. Doch eine. Und die hat nichts gebracht, deswegen. Die Chance, dass wir eine Kacke bekommen, ist so hoch. Kann ich den jetzt einfach mit meinen Schüssen irgendwann explodieren lassen? Jo. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das heißt, eigentlich können wir sogar jeden Geheimraum suchen. Aber ich habe halt immer noch die Chance, dass irgendwann mal eine Träne vor mir explodiert. Ja, warte mal, ich warte mal eben nochmal auf eine Explosion. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Mal. Könnte vielleicht zu weit weg gewesen sein. Ja, da ist auf jeden Fall der nicht. Der könnte hier drunter sein. Ne, hier links kann er nicht, weil da so ein Stein vor ist. Hier rechts kann er auch nicht. Hier links oder rechts kann er noch. Oh, hier, mit denen sollte ich aufpassen. So. Komm schon, Explosion, let's go. So, hier ist er schon mal nicht. Nice. Gott, ist das bescheuert, echt, Leute. Also ich habe das Gefühl, darauf zu warten, wäre ein bisschen... Ja, komm, weißt du was, wir zocken einfach hier. Itemraum fehlt noch. Yo. Du Typ, du. Oh Mann, ey, das ist immer, dass ich schieße einen Schuss, beziehungsweise einen Schuss, der trifft, ist derjenige, der explodiert. So, der ist schon mal weg. Boah, das Ding explodiert gleich. Das ist halt immer scheiße bei diesen Projectiles, die auf einen zukommen. Dass man da eine übelst hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass die einfach neben einem explodieren. Okay. Keine Ahnung, was das gerade war.
So, ach da. Da lebt noch einer, okay. Hey, Itemraum, wo bist du? So langsam fehle ich Leben. Okay. Nice. Speed und Range Up. Speed und Range Up war das, genau. Dann können wir doch einfach hier durchrennen jetzt, oder? Jo. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist das schon Marm? Ich glaube nicht. Aber wir haben eigentlich alle Räume, die wir brauchen, gesehen. Das heißt, wir gehen einfach mal weiter. Zeit für den Boss. Oh Gott. Das kann so nach hinten losgehen, ne? Halt mit unseren Schüssen wird das einfach nur random, ob wir getroffen werden oder nicht. So wie eigentlich jeder Kampf. Oh, scheiße. Zumindest einer schon mal tot, ey. So. Tears up. Ey, Leute, was passiert mit unseren Tears? Jetzt mal ganz ehrlich. Oh, warte. Ich könnte einfach, um das Archiv mitzubekommen, beziehungsweise weil ich das Item noch nie hatte, einfach mal die 9 Volt Batterie mitnehmen. Ja, nächster Raum, beziehungsweise nächste Ebene sollte halb geschenkt sein. Boah, nee, nachher, ne? Wenn... Ah, okay, nee, eigentlich ist es egal. Ich hab gerade gedacht, wenn wir in den Womb ankommen, dass wir dann immer einen Herzschaden bekommen von den Explosionen, aber ist ja auch generell immer. Deswegen ist das eigentlich egal. So. Boah, shit. Das war etwas, etwas scheiße. Ey, wir suchen, denke ich mal. Den Boomerang habe ich auch noch nicht gehabt, ne? So, ich nehme den einfach mal auf. Ich meine, spenden können wir so oder so nicht mehr. Was wollen wir mit dem Geld noch anfangen? Weil man könnte natürlich an Maschinen gehen und sowas donaten und so und dann rote Herzen erfarmen. Ja, würde gehen. Aber wir können uns sie einfach so holen. Hier, zack. Den lasse ich lieber mit seinen eigenen Bomben sogar sterben. Also solange hier überall Steine sind. So, Mr. Boom hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Warte mal eben kurz gucken, ob hier ein blauer Stein ist. Ne. So, Itemraum, nice. Mr. Mega hatte ich auch noch nicht. Macht einfach nur, dass die Bomben, die wir haben, halt einfach größer und stärker sind. Weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir es großartig benutzen. So, the Halo has appeared in the basement. Nice. Ich wusste gar nicht, dass man dafür auch ein Archiv bekommt. Das hätte ich, glaube ich, nicht aufnehmen sollen. Bringt mir zumindest nichts. Ja, und ich würde sagen, es geht weiter. Also so langsam könnte schwer werden. Oh, ich wollte gerade fliegen. Scheiße. Also so langsam könnte es halt schwer werden, weil wir übelst in die Enge getrieben werden können jetzt. In Wooms sieht man das öfter. Und wir haben einfach nichts, um uns großartig zu verteidigen. Deswegen, ich glaube, ich suche einfach nur den Boss jetzt. Und dann war es dann mit der Ebene. Wow. Oh, Schlüssel. Oh Gott. Oh Gott, ich bin ja eigentlich... Oh, oh. Junge. Übertreib mal, Spiel. Übertreib mal. Ah, shit. Ja, da waren meine Tränen leider schuld. So. Ja, ging ja noch vom Damage her. Da fliege ich mal eben kurz. Weil ich eigentlich nicht getroffen werden will. Aber das Auge war so oder so gefiert. Das ist das Problem gewesen.
Das ist, glaube ich, kein blauer Stein, bin ich mir ziemlich sicher. Jo. Wollte nur sicher gehen. So, ja, fliegen wäre eigentlich schon geil. So ein bisschen jetzt. Oh Gott. Da ist noch ein rotes Herz. Und hier ist noch ein... Oh, hier ist noch ein schwarzes, krass. Das rote Herz nehme ich jetzt aber mal so mit. Ja. Würde ich sagen, gehen wir einfach nach unten. Wir müssen halt auf der nächsten Ebene nur den Boss finden. Dann sollte das eigentlich schon gut dabei sein. Dann sollten wir gut dabei sein. Das Ding ist halt, dass wir Halo freigeschaltet haben, was schon mal ziemlich geil ist. Batterie. Zumindest kein Damage bekommen. Das ist jetzt eigentlich das, was ich versuchen will. Oh, Portal schon mal down. Okay. Puh, das war ein bisschen knapp, sage ich mal so. Nice, das Ding ist gestorben, ohne hochzugehen. Perfekt. So, hier sollte ich eigentlich keinen Schaden bekommen. Nice. Langsam. Ach, Kacke. Also langsam kommen die Herzen wieder. So, mal gucken, was hier drin ist. Ganz viele Kissen, das ist gut, denn wir könnten da Herzen bekommen. Wow. Dein Ernst? Oh Mann. Also das ist jetzt irgendwie ein bisschen sehr Pech gewesen. Also dass man da ein Herz bekommt, da muss man schon Pech haben. Aber dass man gar keins bekommt, ne? Das kennt schon nicht mal an Pech. Das ist später gut, aber bei Mom's Heart nicht. Und ich will Mom's Heart eigentlich besiegen. Der Run ist... ich glaube, der Run wird nicht bis zu Satan gehen. Das wird einfach zu... Das wird zu... Weiß ich nicht. Das ist zu random. Also, die Chance, dass... einfach irgendeine Kacke passiert. Und wir von Tiers getroffen werden und sowas. Die ist viel zu hoch. Also, ich werde einfach nur mit der Bibel einfach versuchen, Mams Haar zu bekommen. Und ich denke nicht, dass Satan noch drin sein wird. Oh, zack. Aber ich meine, man kann ja mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie einen Telepilz oder so. Guck mal, da hat mich das schon wieder gehittet. Aber nur, weil ich Kaktiers hatte. Bringt uns nichts. Das bringt uns vielleicht ein bisschen mehr. Oh Gott, ich darf noch zweimal gehittet werden. Oh, shit. Ja, Luck Up bringt mir jetzt nicht so viel. Ich muss einfach nur zu Mom's Heart kommen, ey. Das ist mein Ziel heute. Oh mein Gott. Wie habe ich da gerade Schaden bekommen? Ey, das kann nicht wahr sein, oder? Ich weiß nicht, wie ich da gerade Schaden bekommen habe. Holy shit. Aber ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung. Warte, ich schieße jetzt mal eben gar nicht, bis unsere Tiers gewechselt haben.
Junge. Scheiße. Hätte ich bei diesem einen Mal vorhin kein Damage bekommen, ne? Hätten wir vielleicht noch eine Ebene mehr geschafft. Und hätte... Oh, hätte ich mehr Glück gehabt mit den Tränen. Aber die Tränen waren halt echt kacke. Ja, also ich meine, wenn dich Tränen umbringen, mit denen du eigentlich Gegner umbringen sollst, ich weiß nicht, ob die Tränen dann so gut sind. Oh Mann. Na gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Wäre Hammer, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, tschüss.